Ja, wir da kommen zurück hier ins Horschleif-Studio. Ja, was ist Horschleif? Wer neu dabei ist, wir sind ja heute am dritten Tage unseres Online-Seminars und wir haben so eine Rubrik neu eingebaut, die sogenannten Insights, also ein Blick rein ins Unternehmen. Und da wollen wir jetzt dann in der nächsten 20 Minuten einen Streifen oder einen Querstreifen durch das Thema Qualitätssicherung machen. Qualität ist natürlich so ein geflügeltes Wort, jeder Hersteller nimmt es gerne natürlich als ein sehr hohes Gut auf und weist da die möglichst hohe Qualität aus. Aber das zu erreichen ist nicht immer ganz einfach. Da gehören ein paar Mechanismen dazu im Unternehmen, um das wirklich sicherstellen zu können. Meine Kollegin Theresa Schmidtmeier hat unter dem Slogan „Das ist doch nur Stahl“ mal gewagt, so einen Blick rein hinter die Kulissen der Qualitätssicherung hier im Hause Horsch zu wagen. Und ich würde sagen, schauen wir uns das mal gemeinsam an und diskutieren natürlich dann im Anschluss an den Beitrag die ein oder andere Frage. Was unsere Maschinen bei Ihnen draußen am Feld aushalten. Wie machen wir das? Wie stellen wir hier auch wirklich sicher, dass unsere Maschinen Jahr für Jahr für Sie hier einsatzsicher bleiben? Mein Name ist Theresa, ich darf Sie heute mitnehmen auf eine Reise durch unser Unternehmen. Wir werden uns anschauen, wie stellen wir Qualität hier auch wirklich sicher? Was bedeutet Qualität für uns? Und ich glaube, da werden wir sehr schnell merken, dass sehr viel mehr dahinter steckt als nur Stahl. Unser erster Ansprechpartner, den wir hier zuerst schnappen werden, ist Hans Neidl. Hans ist bei uns verantwortlich für den Bereich Digitalisierung, Logistik und Einkauf. Und ich denke, er kann uns da am Anfang schon mal ein paar ganz spannende Einblicke dafür geben. Hallo Hans. Hallo, grüß dich, Theresa. Wir wollen unsere Zuschauer heute auf eine Reise mitnehmen, quer durch unser Unternehmen zum Thema Qualität, Qualitätssicherung. Wir befinden uns jetzt hier in einer Halle, wo die Rohteile angeliefert werden und dann eben zwischengelagert werden. Du bist ja bei uns auch verantwortlich für den Bereich Einkauf. Genau. Welches oder welche Rolle spielt denn die Qualität hier schon beim Einkauf unserer Komponenten? Bevor dass wir zum Einkauf kommen und die Beteiligung des Einkaufs zum Hinblick Absicherung der Qualität ein paar grundsätzliche Statements. Man, grundsätzlich ist ja das Thema Qualität ist ja, wird definiert vom Endkunden. Der Endkunde ist ja unser Maßstab. Da haben wir ja unterschiedliche Endkunden, jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen und da müssen wir uns natürlich an die maximalen Anforderungen hier richten. Und wir haben natürlich auch selbst den Anspruch, die Qualität hier auf ein maximales Niveau zu bringen. Das heißt, Dauerhaltbarkeit, Leistungsfähigkeit unserer Maschinen, das heißt unsere Produkte so zu entwickeln und zu fertigen, dass wir diese Anforderungen gerecht werden. Das heißt, die Konstruktion spielt hier eigentlich auch schon eine richtig große Rolle, eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema Qualität geht. Sprich, genau. Das fängt schon viel weiter vorne an, vor dem die Einkauf. Die Konstruktion legt eigentlich die Basis. Und jetzt kommen wir auf den Einkauf. Und da haben wir vor 5, 6 Jahren den Projekteinkauf installiert. Das heißt, das, was du schon gesagt hast, wir müssen versuchen, unsere Kompetenzentwicklung und Einkauf ganz am Anfang zu bündeln. Was heißt es denn dann operativ wirklich auch für den Einkauf oder eben für den Projekteinkauf in diesem Fall, wenn wir dann Richtung Zulieferer gehen beispielsweise? Was bedeutet das wirklich? Sind vielleicht ein paar Beispiele dafür, wie wir das dann umsetzen? Also wie gesagt, der Konstrukteur versucht natürlich funktional die Maschine zu designen und auszulegen und der Einkäufer hat die Aufgabe, die Schnittstelle herzustellen zum Lieferanten. Welche Kriterien sind wichtig bei unseren Maschinen? Das zu transportieren zum Lieferanten, das abzusichern. Welcher Lieferant ist der richtige für das entsprechende Bauteil? Was muss der Lieferant durchführen, um die Machbarkeit und um die Qualität abzusichern? Das heißt, wir arbeiten hier auch wirklich eng Hand in Hand zusammen mit unseren Lieferanten und schauen auch schon wirklich, dass die Qualität unserer Komponenten da auch in der Herstellung schon passt. Genau, du sagst es schon. Das heißt, unsere Projekteinkäufer sitzen im ACI direkt Tisch an Tisch mit dem Entwickler. Ja. Das ist ja auch das, worauf es uns eben ankommt, wirklich die Qualität unserer Maschinen sicherzustellen. Ja, wir sind ja jetzt hier schon so schön in unserer Halle, wo auch wirklich Komponenten gelagert werden, die ankommen, hier zwischengelagert werden. Was bedeutet denn das jetzt in Bezug beispielsweise auf die Komponenten, die wir hier sehen? Okay, hier sehen wir ja sehr viele Stahlkomponenten, Tanks und Rahmen. Unsere Maschinen bestehen ja zu einem Großteil aus Stahlkomponenten. Und da legen wir natürlich einen besonderen Wert darauf, hier hohe Qualität auch einzukaufen. Ein Beispiel ist hier, wir verhandeln mit den namhaften Stahlherstellern in Europa. Also wir gehen auch hier nicht nach China und kaufen sehr günstigen Stahl ein, was auch möglich wäre. Wir bleiben in Europa und beziehungsweise in Deutschland und verhandeln mit diesen Premium-Lieferanten Kontrakte. Und aus diesen Kontrakten bedienen sich dann auch unsere Lieferanten. Das heißt,
über die Schiene sichern wir auch ab, dass wir immer konstante Qualität, nicht nur das, was wir selbst produzieren und verwenden, sondern auch von unseren Lieferanten konstantes Qualitätsniveau erhalten. Das versuchen wir natürlich hier bei unseren Stahlprodukten zu realisieren. Heißt, wir haben Sie am Anfang eingangs schon gehört, das ist ja nur Stahl. In Wirklichkeit ist es natürlich viel mehr, was dahinter steckt, ein kompletter Prozess an Qualitätssicherung. Ja, Hans, vielen Dank, dass du uns hier mal mitgenommen hast und uns auch mal einen Einblick in die Kulissen hinter dem Thema, das ist doch nur Stahl, gegeben hast. Ich bin schon gespannt, was uns die Kollegen aus den anderen Bereichen der Qualitätssicherung hier jetzt noch erzählen werden. Genau, vielen Dank dir an dieser Stelle. Ja, bitteschön, Theresa. Und damit wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt einfach mal die Kollegen von der Qualitätssicherung. Ich sehe schon, die haben da vorne noch ihre Besprechung. Ich würde sagen, wir schleichen uns da einfach mal mit rein und schauen, ob wir da noch ein bisschen was mitbekommen können. Hallo, servus. Können wir euch kurz stören? Gerne, wir haben es gleich. Bestimmt die Maße müssen wir noch anpassen und vergleichen in Absprache mit der Konstruktion. Hallo. Hallo, Theresa. Ja, Marius, wir haben jetzt schon ganz viele spannende Einblicke bekommen, wie Qualität bei uns im Unternehmen sichergestellt wird. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz vorstellen, wie genau sieht das hier praktisch aus? Was sind so die Schritte und wie gehen wir genau hier praktisch vor? Die Anforderungen an die Qualität der Produkte kommt aus der Konstruktion. Die Kollegen aus dem Einkauf stellen uns die besten Partner, unsere Lieferanten, zur Verfügung. Und die Kollegen aus der Qualitätsabteilung verfolgen die Sicherstellung der Qualitätsmerkmale, die im Vorfeld mit dem Lieferanten abgestimmt worden sind. Das ist zum theoretischen Teil. Ich würde sagen, es ist viel spannender, wenn wir uns vor Ort anschauen, was die Kollegen tun. Ja, Sebastian, servus. Wir haben schon gehört, bei dir geht es um das Vermessen, um das Scannen der Teile. Wie genau läuft das ab? Was sehen wir hier und wie genau machst du das? Und zwar folgendes, wir prüfen unsere Gussteile, Schmiedeteile und Kunststoffteile. Wir bekommen die Muster, scannen die ein und prüfen geometrisch und bestimmte Formen mit unseren CAD-Modellen. Heißt, du hast hier mit diesem Gerät die Möglichkeit, wirklich eins zu eins die Geometrie von diesem Bauteil zu erfassen? Genau. Bei Kunststoffteilen geht es teilweise auf 500stel genau, um eben gewisse Abweichungen zu vermeiden für den späteren Einbau und die Funktion. Ja, Sebastian, was sehen wir denn jetzt hier genau für ein Bauteil und wie genau vermisst du das Bauteil hier? Und zwar, ich nehme meinen Messarm, tue mit Laserstrahlen über Abstand die geometrischen unbestimmten und geometrisch bestimmten Formen vermessen. Das Ergebnis bearbeite ich im Computer und vergleiche sie mit unserem CAD-Modell. Heißt, du kannst hier wirklich feststellen, ob das Bauteil mit vorher vorgegebenen Abmaßen übereinstimmt? Genau, ich vergleiche hier die Abweichungen. Je nach Herstellungsverfahren haben wir unterschiedliche Abweichungen. Bei einem Gussteil wäre IU, wenn es 5/10 Abweichungen hat. Bei Kunststoffteilen gehen wir bis auf 5/100 ran. Und wieso genau gerade dieses Bauteil? Wieso vermisst du genau das? Dieses Bauteil wird umgestellt von einer Schweißbargruppe auf eine Gusskonsole, um eben gewisse Stabilität und Qualität zu erhöhen. Das heißt, wir sehen hier wirklich ein Musterteil, das so noch nicht in unseren Maschinen verbaut wird aktuell. Das ist ein reiner Prototyp im Moment. Wir testen das, vermessen das und sobald das vermessen ist, geht es für einen Dauertest auf die Hydropulsanlage, um zu testen, wie lange es hält im Vergleich zu der Schweißkonsole. Ja, Sebastian, danke, dass du uns das jetzt hier alles so ein bisschen gezeigt hast, ein bisschen erklärt hast. Ich würde vorschlagen, Sebastian hat uns ja gerade schon ein bisschen was von diesem Belastungstest, Sauertest erzählt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal raus und schauen, ob wir da auch noch jemanden finden, den wir da vielleicht über die Schulter schauen können. Hallo Antonius. Hallo Theresa. Dein Kollege hat uns gerade schon ein bisschen was erzählt, auch über Dauertests. Kannst du uns hier vielleicht mal kurz zeigen, wie genau funktioniert das und vor allem, was wird hier gerade auch getestet? Also aktuell testen wir die Gummielemente von der Joker Scheibeneinheit und dieser Test läuft circa eine Woche oder läuft eine Woche und dann können wir den Lebenszyklus, was in der Maschine entspricht, nachstellen. Heißt, die Maschine ist hier wirklich über eine Woche vollsten Belastungen ausgesetzt und daran sehen wir dann, wie ist der Verschleiß oder wie verhält sich das Bauteil? Ganz genau, also wir gehen natürlich immer in die Extremsituation, dass die Scheibeneinheit komplett auslöst und wieder zurückgeht. Und das entspricht dann dem Lebenszyklus in der Maschine. Okay. Das heißt, wir sehen jetzt hier ein Gummielement von der Joker. Gibt es hier noch mehr Stationen bei uns im Unternehmen, wo wir solche Dauertests simulieren können? Oder wie läuft das ab? Ja, im Versuch. Die haben die Hydropulsanlage, die unterstützen uns da auch immer tatkräftig. Ja, Antonius, wenn ich jetzt da reinschaue, sehe ich auch ziemlich viel Dreck.
Heißt es, dieses Bauteil wird wirklich auch unter den härtesten Bedingungen getestet oder wie genau läuft das ab? Ja, wir wollen ja wirklich die Realität von draußen nachstellen, also den ganzen Schmutz- und Staubanteil. Da haben wir gewisse Komponente, was wir beimischen und auch man sieht die zusätzlichen Federn, da sind wirklich die Kräfte, was wir draußen im Feld haben, immer die Maximalbelastung bei uns nachstellen können. Ansonsten, die Maschine nimmt die Kraft auf und dann erkennen wir natürlich, wenn die Gummischnüre irgendwann ins Lebenszyklus erreichen, dass die Kraft dann nachlässt. Lebenszyklus heißt, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, dass wir über einen kurzen Zeitraum komplett den Einsatz über Jahre dieses Gummiteils hier simulieren können. Ja, das ist unsere Erfahrung. Wenn dann der Test abgeschlossen ist, schauen wir uns die Gummielemente an, vermessen die geometrisch noch einmal und es gibt viele andere Parameter, was uns dann die Rückschlüsse gibt, ob sie wirklich den Lebenszyklus erreichen. Wir haben ja viele Maschinen draußen laufen und da bekommen wir auch immer wieder Elemente zurück, die wir begutachten können. Ja, wir haben schon gesehen, das Testen unserer Bauteile erfolgt hier wirklich hochautomatisiert. Ist das die einzige dieser Anlagen, die wir hier haben? Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr, was du uns zeigen könntest, ja, oder? Also ist nicht mehr die einzige Anlage. Wir haben in der Produktion auch hochmoderne Roboteranlage und die kann ich dir zeigen. Gerne, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ja, mit unser neues Herzstück hier in der Qualitätssicherung in der Produktion ist ja diese neue hochmoderne Anlage. Was genau passiert hier? Was machen wir hier? Also wir haben hier die automatische Wareneingangskontrolle mit integriert durch die zwei Roboter und verschiedene Messsystemen. Wir sehen ja hier schon Lager mit das Herzstück unserer Maschine, auch das, was uns als Horsch ausmacht. Wie genau gehen wir hier vor? Wie wird Qualität überprüft und wie wird das Lager dann auch weiterverarbeitet? Also im einen Schritt die Wellenstummeln. Man sieht es hinten, der Roboter nimmt die auf und hält die vor eine hochauflösende Kamera und die Kamera vermisst den Durchmesser. Das sehen wir dann auch später, wie der ausgewertet wird. Und wenn das Teil in Ordnung ist, wird es dem Produktionsprozess zugeführt. Wenn nicht, wird es aussortiert. Heißt, wir stellen durch den Schritt eigentlich schon mal sicher, dass wir danach überhaupt keine Teile mehr verbauen, zusammenbauen, die nicht hundertprozentig in Ordnung sind. Ja. Das Gleiche passiert mit den Radnaben, die werden dann auch vermessen. Der Roboter kann hier aber noch mehr nicht nur vermessen, sondern im nächsten Schritt auch direkt mitmontieren, oder? Ganz genau. Also die geprüften Teile kommen auf einen Warenträger und der Warenträger fährt dann die Montage durch und hier werden auch die Einbruchskräfte des Lagers überwacht. Gibt es hier irgendwie, wir sehen, das ist alles hochmodern, wir schaffen hier auch eine große Stückzahl, gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, die Teile auch nachzuverfolgen? Das gibt es auch, also ist jetzt mittlerweile am Ende vom Produktionsschritt, erhält unsere Lagereinheit die Artikelnummer und einen Barcode, dass wir jederzeit nachvollziehen können, an welchem Tag die Einheiten produziert wurden. Ja, Antonias, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier auch mal ein bisschen durch den Bereich der Qualitätssicherung zu führen. Ich glaube, das waren sehr viele spannende Eindrücke hier. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und erfolgreiches Schaffen. Danke, dir auch. Ja, wir haben jetzt schon einiges gesehen, wie funktioniert Qualitätssicherung bei uns im Unternehmen, vom Eingang unserer Komponenten bis über die Montage. Der letzte spannende Punkt hier ist natürlich, was passiert mit unseren Maschinen, bevor sie unser Unternehmen hier im Sitzenhof verlassen? Wer schaut da nochmal drüber? Dafür schnappen wir uns jetzt mal kurz meinen Kollegen Lutz. Der Lutz ist seit sehr vielen Jahren bei uns im Unternehmen, kennt unsere Maschinen bis ins Detail, aber er hat auch noch eine ganz andere Intention, warum er will, dass unsere Maschinen draußen perfekt funktionieren von Anfang an. Hallo Lutz! Hallo Theresa! Können wir dich kurz stören bei deiner Arbeit? Ja, natürlich! Lutz, ich habe schon ein bisschen erzählt, wer du bist, was du hier bei uns machst. Erzähl mal, warum machst du das? Warum liegt dir die Qualität unserer Maschinen so am Herzen? Ich stamme von einem Landwirtschaftsbetrieb. Ich habe Landwirtschaft gelernt, habe meinen Techniker in Agrarwirtschaft gemacht und ich sehe die Maschine auch als Sicht des Kunden. Und für mich ist wichtig, dass wenn die in Einsatz geht, dass die wirklich fehlerfrei läuft. Weil ich selber die Erfahrung gemacht habe als Landwirt, nichts ist schlimmer, als wie wenn du vom Acker fährst und die Maschine geht nie. Ja, da hast du recht. Wir sehen jetzt hier eine Avatar. Erzähl vielleicht mal, wie wird diese Maschine ausgewählt? Warum steht gerade die hier? Oder wie viele Maschinen kontrollierst du denn wirklich nochmal, bevor sie rausgehen zum Kunden? Also ich kontrolliere circa 4 bis 5 Maschinen je Woche. Und ich wähle die nach dem Zufallsprinzip aus. Also ich fahre auch auf unseren Maschinenabstellplatz, schaue, welche Maschine wurde so ziemlich als letztes gebaut und die nehme ich. Das klingt ja sehr spannend. 4 bis 5 Maschinen die Woche, das heißt, du hast ja auch wirklich
Zeit, die Maschinen ordentlich durchzuschauen. Wie gehst du hier vor? Folgst du hier einer bestimmten Checklist? Gibt es bestimmte Punkte, die du immer wieder anschaust? Oder wie gehst du da vor bei den einzelnen Maschinen? Ja, es ist so, es gibt zu jeder Maschine eine Checkliste. Mhm. Das ist diese hier. Mhm. Und da sind alle wichtigen Punkte, die an so einer Maschine zu checken sind, sind da drin. Das sind Punkte, die zum einen von der Qualitätssicherung festgelegt wurden, also auch von mir mit. Und es sind Punkte, wo der Konstrukteur sagt, das gehört einfach, wenn man die Maschine zusammenschraubt, dass man darauf achtet, was ist wichtig. Das heißt, du arbeitest hier auch wirklich sehr eng mit der Konstruktion zusammen. Wenn du jetzt hier Fehler findest an den Maschinen, fließt dieses Feedback dann auch wieder zurück in die Konstruktion oder wie funktioniert das? Also ich schaue mir konstruktive Sachen auch an, wenn man sagt, okay, da geht es sehr eng zu oder so, das Feedback bekommt die Konstruktion und das Montagefeedback bekommt die Montagegruppe von mir. Mhm. Wir treffen uns dann, wenn ich fertig bin mit der Maschine, erstelle ich ein Protokoll mit einer Fotodokumentation und alles und dann treffe ich mich mit dem Linienführer und mit seinem Stellvertreter oder Schichtführer hier an der Maschine und sprechen die Punkte, die aufgefallen sind beim Audit, direkt durch. Mhm. Heißt, wir haben hier wirklich nochmal den letzten Schritt der Qualitätssicherung für verschiedenste Produkte, die dann wirklich von hier direkt zum Kunden gehen. Genau. Das ist ein komplettes Feedback über diese Maschine, was dann die Montagegruppe auch wieder in ihre laufende Serienfertigung einfließen lässt. Was sind denn beispielsweise typische Zonen, typische Stellen, die du hier überprüfst? Was treten hier für Fehler auf? Und vor allem, es gibt ja auch bestimmt verschiedene Arten von Fehler. Werden die auch anders gewichtet oder beurteilt? Oder wie funktioniert das? Ja, es ist ja so, wir haben ja zum Beispiel an dieser Maschine eine sehr komplexe Hydraulikanlage. Also wir haben eine Klapphydraulik, wir haben eine Aushubhydraulik, wir haben eine Pneumatikhydraulik. Und was komplex ist, ist halt auch gerne mal mit einem kleinen Fehler behaftet. Das ist einfach so. Und um das abzustellen, dafür sind wir da. Und zu deiner Frage mit der Wertigkeit der Fehlerpunkte. Wir haben ein Bewertungssystem von 1 bis 5. 1 ist ein leichter Fehler, zum Beispiel ein Lackkratzer. 2 ist schwierig, bis 5 hoch. 5 wäre Gefahr für Mensch und Leben. Mal angenommen, da ist so ein Bolzen nicht gesichert und der Rahmen könnte runterfallen. Haben wir aber Gott sei Dank in 9 Jahren, wo ich das jetzt mache, noch nicht gehabt. Sehr gut. Das heißt, hier sind wirklich auch Fehler, die relevant sind für den Maschinenbetrieb, werden hier natürlich nochmal anders bewertet als beispielsweise die Lackkratzer. Ja, ja. Okay. Heißt, wenn die Maschine hier aus deinen Händen sozusagen entlassen wird, geht sie entweder zum Kunden oder wird dann nochmal in der Montage gegengecheckt? Ganz genau. Ja, wie schaut es denn jetzt hier bei dieser Maschine, die hier steht, beispielsweise aus? Hast du hier Fehler gefunden? Wenn ja, welche? Also die Maschine war sehr gut. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Lackkratzer in diesem Bereich hier. Der wird verursacht durch dieses Flacheisen, was mit seinem Gewinde beim Zusammen- oder Auseinanderklappen auf dem Lack lang kratzt. Und da müssen wir jetzt überprüfen, ist das Teil zeichnungskonform montiert? Mhm. Wenn es so ist, müssen wir nochmal auf die Konstruktion zugehen, wo wir uns überlegen, wo können wir das anders positionieren? Weiter oben, weiter unten? Und daran siehst du, wir arbeiten Hand in Hand mit der Konstruktion und mit der Montagegruppe. Ja, Lutz, vielen Dank, dass du uns hier einen Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast. Gerne. Ich glaube, wir haben jetzt hier gesehen, dass unsere Maschinen auch wirklich, bevor sie unser Gelände verlassen haben, nochmal komplett gegengecheckt werden und wir natürlich hier auch unser Bestmögliches geben, um Fehler zu vermeiden und unsere Maschinen so einsatzsicher wie möglich beim Kunden auszuliefern. Das ist unser großes Ziel. Genau. Ja, ich glaube, meine Kollegen haben uns jetzt hier einen ganz spannenden Einblick gegeben in das Thema, wie funktioniert Qualitätssicherung bei unserem Unternehmen, was steckt auch wirklich für einen Prozess dahinter. Wir haben gesehen, es sind unglaublich viele Leute beteiligt, verschiedene Stationen, damit wir auch wirklich sicherstellen können, dass unsere Maschinen einsatzsicher draußen beim Kunden ankommen. Ich darf Ihnen jetzt hier an dieser Stelle noch ganz viel Spaß wünschen mit unseren weiteren interessanten Vorträgen, die jetzt noch auf Sie zukommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem, was jetzt noch kommt. Ja, ich glaube, man hat sehr eindrucksvoll sehen können, was Qualität am Ende bedeutet. Also beginnend mit so einer Eingangskontrolle, sich mit den Rohstoffen, mit den Zuliefererteilen sozusagen auseinanderzusetzen, dann natürlich den Prozess über die Produktion hinweg begleiten und sich am Ende das anzuschauen, was bei euch draußen ankommt, das Endprodukt, also die Maschine, die natürlich dann in der Saison zuverlässig laufen soll. Ich habe mir jetzt hier ins Studio, und zwar Schleifstudio, einen Kollegen eingeladen, Dr. Hans Neidl, hier bei uns im Hause verantwortlich für den Einkauf. Hans, herzlich willkommen. Hallo. Hans, wir haben
ein paar Fragen bekommen zu dem Gesamtbereich Qualität. Eine zielt ein bisschen auf, ich denke, momentan eine aktuelle Diskussion auch in den Medien ab. Seit der Pandemie ist ja immer wieder so, die Warenströme weltweit werden sich angeschaut. Und da ist ja ein Teil Asien wird da immer rausgepickt aus dieser Warenkette. Wie stark hängen wir denn als Horsch an Lieferketten aus Asien? Also das Thema ganze globaler Einkauf und Globalisierung geht natürlich auch an den Einkauf auch nicht vorbei und an die Qualitätssicherung. Wir haben bei Horsch eine relativ moderate Quote, was wir in Asien einkaufen, sprich primär in China. Das heißt, man ist vielleicht überrascht, wir kaufen circa 80-85% doch noch hier in Deutschland und auch in Westeuropa ein. Gibt bestimmte Gründe, warum das wir das machen. Wir haben natürlich den Nachteil der Kosten auch ein bisschen mitzutragen. Aber Thema Flexibilität, Dynamik, das sind natürlich Argumente, die dafür sprechen, dass wir eher lokal bleiben oder auch in Westeuropa oder vielleicht noch im Nahen Osteuropa hier sourcen. Circa 20% kaufen wir direkt und indirekt in Asien ein. Und natürlich, gewisse Produkte gibt es nur noch in diesen Regionen, da kommt man nicht drum weg und deswegen sind wir auch momentan auch sehr stark in den Zwängen, in der aktuellen Situation, die Versorgungssicherheit auch aufrecht zu erhalten. Aber das Thema Flexibilität und Dynamik sind natürlich schlagende Argumente, hier noch in den sagen wir, lokalen Gebieten zu bleiben. Wir versuchen natürlich dieses Thema Kostennachteile, die wir dadurch natürlich auch haben, zu kompensieren. Das gelingt uns sehr, sehr gut. Wir versuchen mehr und mehr zu automatisieren, mehr und mehr zu digitalisieren. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, um natürlich das, was wir hier an Kostennachteilen zu tragen haben, dann auch hier zu optimieren. Jetzt, wenn wir uns diese 20% aus dem asiatischen Bereich uns anschauen, was haben wir denn da für Strategie, um da wirklich sicherzustellen, dass wir die Qualität, die wir brauchen, auch bekommen und vor allem auch dauerhaft bekommen? Ja, gute Frage. Da müssen wir uns mehrere Sachen anschauen. Zum einen geht es natürlich hier in die eine Richtung, wenn wir neue Lieferanten sourcen und neue Lieferanten brauchen für gewisse neue Produkte, versuchen wir natürlich intensiv mit unseren Lieferanten im Vorfeld schon zu kommunizieren. Wir nehmen keinen Lieferanten in unser Portfolio auf, den wir vorher nicht besucht haben. Also da ist schon mal eine erste Schranke, die ein Lieferant überwinden muss, uns zu beweisen, passen wir zusammen, passt das Qualitätsniveau, passt das Qualitätsempfinden auch oder die Qualitätssicherungsmaßnahmen beim Lieferanten. Generell gehen wir mit allen Lieferanten gleich um, ob das nun asiatische oder europäische oder amerikanische Lieferanten sind. Die Prozesse sind ähnlich. Die Intention, wie wir damit umgehen, sicherlich unterschiedlich. Hängt vom Produkt ab, von der Komplexität, von den Produktanforderungen und dann werden wir natürlich mit den Lieferanten unterschiedliche Szenarien ablaufen lassen. Das heißt, mehrere Besuche, intensiver sich mit dem Lieferanten auseinandersetzen, Prozessabnahmen vor Ort zu machen, intensiver den Lieferanten langsamer aufbauen. Aber das ist abhängig vom Produkt, von der Komplexität. Also da haben wir unterschiedliche Facetten und Maßnahmen im Vorfeld. Wenn der Lieferant mal gesetzt ist, das heißt, er liefert schon gewisse Umfänge an Horsch, dann kontrollieren wir monatlich die Performance, primär Lieferperformance und Qualität. Und abhängig davon leiten wir dann Maßnahmen ein. Prozessabnahmen vor Ort, Besuche, intensiver Austausch. Und das sind unterschiedliche Facetten, abhängig Produkt, Komplexität, Wichtigkeit des Produktes. Ziehen wir unterschiedliche Schubladen, um die notwendigen Maßnahmen dann auch ergreifen zu können, um die Qualität abzusichern. Dann mal eine ganz praktische Frage, wie lernt man denn so einen Lieferanten kennen in Asien, in China, neuen Lieferanten meine ich? Ich glaube, gibt es vielfältige Maßnahmen und Möglichkeiten. Internet, Kontakte, ich selbst bin 55 Jahre jetzt alt, habe ein großes Netzwerk in dem Bereich Einkauf. Man kontaktiert ehemalige Kollegen, die auch in Asien unterwegs sind, Außenhandelskammern und so weiter. Ja. Und dann filtert man vor, konsolidiert die Lieferanten und zum Schluss bleiben dann zwei, drei übrig. Mit denen probieren wir die ersten Schritte aus. Wir bestellen Muster, probieren die Muster und dann bleibt hoffentlich mal einer übrig. Wir haben auch schon Fälle, wo wir ein, zwei Jahre zusammenarbeiten und dann merken wir, dass wir einfach uns wieder zurückziehen müssen, weil es nicht funktioniert. Weil oftmals auch nicht nur das Produkt wichtig ist, was er liefert und die Produktqualität, sondern auch die Chemie. Wie kommunizieren wir mit ihm? Wie versteht er uns? Ja.
Und das ist auch oft sehr wichtig, wie passt der Lieferant zu Horsch? Die Kultur muss auch passen. Ja. Und das sind unterschiedliche Vorgehensweisen, um zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Lieferanten mit an Bord zu nehmen. Also Netzwerkarbeit, kennenlernen, ja. Ganz klar. Das Netzwerk, externes Netzwerk, alle Möglichkeiten ausschöpfen, um an den richtigen Lieferanten zu kommen. Und unter anderem haben wir natürlich eine Lieferantenplattform vor 4-5 Jahren schon eingeführt. Es können sich die Lieferanten aktiv bei uns bewerben. Da haben wir auch einen relativ pragmatischen Prozess hinterlegt. Prüfen den Lieferanten, der sich bewirbt, ob er interessant ist. Und dann gehen wir gewisse Schritte durch bis zum persönlichen Besuch, Austausch, Musterlieferung, Vorortbesuch und dann tasten wir uns ran. Du hast vorhin in deiner Antwort erwähnt, es gibt bestimmte Produkte, die kannst nur noch in Asien beziehen. Ja. Kannst du vielleicht mal 2-3 Beispiele geben, was da wirklich nur noch aus der Region zu bekommen ist? Ja, aktuelles Thema, was uns auch selbst hier momentan Kopfschmerzen mit sich bringt, sind die Stecker, die Elektronikbauteile, Kabel, viel Vormaterial für Lagerwerkstoffe werden in China vorproduziert und dann nach Europa gebracht. Das sind so Themen. Also Hauptthema ist aktuell Stecker und Elektronikkomponenten. Da muss man halt dann im Vorfeld sich auch Gedanken machen, wie ist die Marktsituation, wie ist das Gesamtgefüge, müssen wir bei gewissen Produkten in Vorleistung gehen, Sicherheitsbestände aufbauen. Das haben wir zum Glück letztes Jahr intensiv gemacht und dadurch sind wir jetzt in einer relativ guten Lage noch, obwohl die Situation momentan sehr angespannt ist, die Liefersituation und die Versorgungssituation noch aufrechtzuerhalten. Und das ist eine der nächsten Fragen, die wir bekommen haben. Generell, wie schaut es denn aktuell aus mit Teileverfügbarkeiten? Wie gesagt, ein großes Thema ist Elektronikbauteile. Ansonsten kämpfen wir natürlich aktuell auch aufgrund der Corona-Situation täglich, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Es ist momentan nicht einfach. Es gelingt uns immer wieder. Das Thema Bauteile, Verfügbarkeit ist momentan nicht mal so das Thema. Momentan ist auch ein großes Thema Verfügbarkeit von Transportmitteln. Ja, Container sind schwierig zu organisieren. Es gibt sehr große Player am Markt. Die ganze Automobilindustrie ist ja momentan wieder ein bisschen im Aufwind. Die reservieren natürlich hier für sich Hunderte, Tausende von Tonnagen an Containerkapazitäten und da tun wir uns als Mittelständler natürlich schon schwer, hier unsere Bedürfnisse umzusetzen. Also müssen wir jeden Tag kämpfen, jeden Tag uns beweisen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber wie schon erwähnt, da helfen uns natürlich auch Systeme, die wir über die Jahre eingeführt haben, um zu analysieren, welche Teile sind besonders kritisch, wo müssen wir eben in die Vorleistung gehen, wo müssen wir in die Sicherheitsbevorratung gehen, wie kommunizieren wir mit dem Lieferanten. Da ist auch ein großer Vorteil, dass wir sehr lange Lieferantenbeziehungen haben. Das heißt, unsere Lieferanten kennen uns sehr gut, denken auch mit, ja, für uns, wenn wir mal was übersehen, sind die Lieferanten sehr proaktiv und führen selbst dann auch Sicherheitsbevorratungen durch. Hans, eine kurze letzte Frage in der Runde. Wo siehst du denn den größten Hebel zur Qualitätssicherung oder zur weiteren Optimierung für die nahe Zukunft? Also der liegt meiner Meinung nach ganz klar in der ersten Phase der Entwicklung, in der Produktentstehungsphase. Dort müssen wir gemeinsam Konstruktion, Qualität, Einkauf, die Kompetenzen bündeln und das Produkt analysieren hinsichtlich kritische Merkmale, auf was kommt es an, welche Informationen müssen wir zum Lieferanten transportieren, was muss der Lieferant wissen, um sein Produkt entsprechend auch auslegen zu können. Er muss wissen, wie er es produzieren muss, haben wir die richtige Technologie, haben wir den richtigen Lieferanten und das passiert alles in der ersten Phase. Ja, sobald der Konstrukteur startet mit den ersten Zeichnungen, müssen wir eigentlich schon dabei sein und diskutieren, auf was es wirklich drauf ankommt. Und wir integrieren auch sehr früh unseren Lieferanten. Wir haben auch hier Räumlichkeiten auch geschaffen, wo wir temporär Lieferanten
hier ansiedeln können für eine gewisse Zeit, die gemeinsam mit uns dann am Produkt entwickeln und weiterentwickeln. Und das ist die, sagen wir, der größte Hebel, den man haben können, um die Grundlage zu schaffen, um später gute Qualität zu produzieren. Nachträglich zu prüfen, das machen wir auch, aber da ist es letztendlich schon zu spät. Da kann man nur noch korrigierend eingreifen, aber die Basis wird ganz vorne gelegt. Ja, ich glaube, ein sehr, sehr interessanter Einblick in das komplexe System Qualitätssicherung. Ein echt integriertes System von Anfang weg, wo man sich Gedanken machen muss, was tue ich, um eine möglichst hohe Produktqualität hinzubekommen. Hans, vielen Dank für die Einblicke, für deine Antworten. Dankeschön.